Hey, willkommen zu einem neuen Video. Der Zweite Weltkrieg war eine der schwersten Perioden in der Geschichte der Menschheit. Im Laufe der Jahre kommen immer wieder faszinierende Entdeckungen ins Licht, die uns ein tieferes Verständnis der Ereignisse und Geheimnisse dieser Zeit vermitteln. Heute zeigen wir euch 20 unglaubliche Entdeckungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. In der Wolfsschanze Adolf Hitlers streng geheimen militärischen Hauptquartier an der Ostfront wurden zahlreiche faszinierende Artefakte entdeckt. In diesem geheimen Komplex, der tief in den masurischen Wäldern Polens verborgen liegt, wurden bei archäologischen Ausgrabungen bedeutende Gegenstände gefunden, die Aufschluss über die Funktionsweise der Höhle geben. Zu den bemerkenswerten Funden gehören die Treppe, die zu Hitlers persönlicher Kaserne führte, und zwei Bunkertüren, von denen man annimmt, dass eine zu seinem eigenen Bunker gehörte. Diese Funde geben Aufschluss über den Aufbau des Komplexes und die Orte, an denen 1944 ein gescheitertes Attentat stattfand. An diesem Ort wurden eine bemalte Flagge und ein gravierter Stein mit dem Emblem von Hitlers Sonderschutzbataillon gefunden. Die Wolfsschanze mit ihren hohen Sicherheitsvorkehrungen und Hitlers längerem Aufenthalt von 850 Tagen war für das NS-Regime von großer Bedeutung. Als sich der Krieg gegen sie wandte, zog sich Hitler schließlich in seinen Bunker in Berlin zurück und die Wolfsschanze wurde zerstört. Nummer 19. Wetterstation Kurt war eine automatische Wetterstation, die von der deutschen Kriegsmarine während des Zweiten Weltkriegs betrieben wurde. Sie wurde im Oktober 1943 von einer Gruppe von U-Boot-Besatzungen in einer geheimen Operation in Lord Labrador, Neufundland, errichtet. Dies war die einzige bekannte bewaffnete deutsche Militäroperation an Land in Nordamerika. Der Zweck der Wetterstation Kurt war es, meteorologische Daten zu sammeln, die die deutschen U-Boot-Operationen im Nordatlantik unterstützen konnten. Die Station war mit modernster Technik ausgestattet, um Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und andere wichtige Wetterparameter zu messen. Die gesammelten Daten sollten wertvolle Informationen für die Planung von U-Boot-Patrouillen und Konvoiangriffen liefern. Ihre geheime Operation blieb jedoch nicht lange verborgen. Im Jahr 1944 wurde eine gemeinsame kanadisch-amerikanische Militärexpedition mit dem Codenamen Operation Victory gestartet, um die deutsche Wetterstation auszuschalten. Mithilfe von Luftaufnahmen und Informationen, die sie von deutschen Kriegsgefangenen erhielten, konnten die Alliierten den Standort der Station bestimmen. Im Juli 1945 begab sich ein Team kanadischer Soldaten mit amerikanischer Unterstützung auf eine waghalsige Mission, um die Wetterstation zu zerstören. Sie standen vor logistischen Herausforderungen und mussten sich durch unwegsames Gelände kämpfen, aber ihre Entschlossenheit zahlte sich aus. Am 22. August 1945 erreichten sie den Ort und bauten die Station erfolgreich ab, womit der Betrieb der Wetterstation Kurt offiziell beendet war. Nummer 18. Trück Lagoon liegt im Pazifischen Ozean und beherbergt einen der berühmtesten Unterwasserfriedhöfe der Welt. Während des Zweiten Weltkriegs diente Truk als wichtiger japanischer Marinestützpunkt und wurde im Februar 1944 Ziel eines verheerenden Luftangriffs, der als Operation Hailstone bekannt wurde. Der Angriff führte zur Versenkung zahlreicher japanischer Schiffe und Flugzeuge und schuf den Truk Lagoon Cemetery. In der Lagune von Truk liegen die Überreste von über 60 Schiffen und 250 Flugzeugen, die meisten davon auf dem Meeresgrund. Zu den gesunkenen Schiffen gehören Schlachtschiffe, Kreuzer, Zerstörer, U-Boote, Frachtschiffe und sogar Flugzeugträger. Diese Wracks dienen jetzt als künstliche Riffe und ziehen Taucher aus der ganzen Welt an. Die Erkundung des Truk Lagoon Cemetery ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Die Wracks sind dank der ruhigen, geschützten Gewässer der Lagune und der Abwesenheit von starken Strömungen bemerkenswert gut erhalten. Wenn du ein begeisterter Taucher bist, kannst du hier durch die unheimlichen Gänge der versunkenen Kriegsschiffe schwimmen, was dir ein einzigartiges Taucherlebnis beschert. Nummer 17. Laut freigegebenen CIA-Dokumenten gab es den Verdacht, dass Adolf Hitler nach Kolumbien geflohen sein könnte und dort mindestens bis in die 1950er Jahre am Leben blieb. Aus den Dokumenten geht hervor, dass ein ehemaliger SS-Soldat behauptete, er habe in Kolumbien regelmäßig Kontakt zu Hitler gehabt und sogar ein Foto als Beweis vorgelegt. In dem Bericht, der vom Leiter des CIA-Büros in Venezuela vorgelegt wurde, heißt es, dass der Informant Philipp Citroën behauptete, Hitler auf seinen Reisen von Maracaibo nach Kolumbien getroffen zu haben, als er für eine Reederei arbeitete. Diese angeblichen Begegnungen waren im Laufe der Jahre Gegenstand zahlreicher Verschwörungstheorien. Die CIA nahm die Behauptungen zwar ernst genug, um sie zu untersuchen, aber konkrete Beweise für Hitlers Überleben wurden nie gefunden. Historisch gesehen ist es weithin anerkannt, dass Hitlers letzte Momente im Berliner Bunker im Jahr 1945 stattfanden. Seine Leiche wurde Berichten zufolge von sowjetischen Soldaten entdeckt und später in einem nicht gekennzeichneten Grab beigesetzt. Spekulationen über Hitlers Flucht nach Südamerika wurden durch die Entdeckung anderer hochrangiger Nazis in Argentinien und Brasilien wie Adolf Eichmann und Josef Mengele angeheizt.
Nummer 16. Während des Zweiten Weltkriegs meldeten zahlreiche Piloten Sichtungen von mysteriösen Luftphänomenen, die als Foo Fighters bekannt sind. Eine dieser Sichtungen fand im Mai 1945 statt, als ein deutscher Pilot einen Foo Fighter in der Nähe von Kärnten, Deutschland beobachtete. Der Begriff Foo Fighter wurde von alliierten Piloten geprägt und leitet sich von dem französischen Wort Feu ab, was Feuer bedeutet. Foo Fighter wurden als leuchtende Kugeln beschrieben, die unkonventionelle Flugeigenschaften aufwiesen. Sie erschienen oft als leuchtende Kugeln, Scheiben oder längliche Formen und wurden meist als rot, orange oder weiß beschrieben. Die Begegnung des deutschen Piloten mit einem UFO in der Nähe von Kärnten fügte sich in den wachsenden Katalog der unerklärlichen Luftphänomene ein, die während des Zweiten Weltkriegs beobachtet wurden. Der Pilot beschrieb das UFO als ein helles, pulsierendes Objekt, das seinem Flugzeug mit bemerkenswerter Wendigkeit folgte. Das UFO hielt einen konstanten Abstand und eine konstante Geschwindigkeit und trotzte den Gesetzen der Physik, als es mühelos durch die Luft manövrierte. Diese Sichtungen waren jedoch nicht auf eine Seite des Konflikts beschränkt. Seltsamerweise berichteten sowohl deutsche, italienische und japanische Piloten als auch amerikanische, britische und sowjetische Streitkräfte von ähnlichen Erfahrungen. Dies führte zu Spekulationen über die Herkunft und die Art der Foo Fighter. Die Objekte wurden oft fälschlicherweise für feindliche Flugzeuge oder Geheimwaffen gehalten, aber keine Seite konnte ihre Anwesenheit oder ihren Zweck eindeutig erklären. Manche Menschen glauben, dass außerirdische Wesen gekommen sein könnten, um den Krieg zu beobachten. Glaubst du das auch? Nummer 15. Bis heute ist die Existenz von 7 Bunker- und Tunnelsystemen in der Region Eulengebirge bekannt, die unter dem Namen Projekt Riese bekannt sind. Das Projekt Riese war ein gewaltiges Bauprojekt, das von Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt wurde. Der Zweck dieses ehrgeizigen Projekts ist nach wie vor geheimnisumwittert und sein ganzes Ausmaß und seine Ziele sind noch nicht vollständig bekannt. Das Projekt Riese befand sich im Eulengebirge im heutigen Polen und umfasste den Bau eines unterirdischen Netzwerks von Tunneln, Bunkern und Anlagen. Der genaue Zweck des Projekts Riese ist immer noch Gegenstand von Diskussionen und Spekulationen unter Historikern und Forschern. Im Laufe der Jahre sind verschiedene Theorien aufgetaucht, die von der möglichen Nutzung als Adolf Hitlers Hauptquartier über einen geheimen Ort für die Waffenentwicklung bis hin zu einem sicheren Lager für wertvolle Artefakte reichen. Einige vermuten sogar, dass er als geheimes unterirdisches Transportsystem oder als Zufluchtsort für hochrangige Nazi-Funktionäre gedacht war. Die Tunnel erstrecken sich über mehrere Kilometer und sind mit Kammern, Schächten, Treppen und sogar Wasseranlagen ausgestattet. Viele dieser unterirdischen Anlagen waren außerdem mit schweren Sprengtüren, Belüftungssystemen und anderen Verteidigungsmaßnahmen ausgestattet, was auf ihre strategische Bedeutung hindeutet. Nummer 14. Das Ahnenerbe-Projekt war eine Forschungsorganisation, die 1935 vom NS-Regime gegründet wurde. Unter der Leitung von Heinrich Himmler zielte das Ahnenerbe darauf ab, eine Ideologie der arischen Vorherrschaft zu legitimieren. Eines der Hauptziele des Ahnenerbe-Projekts war es, archäologische Beweise zu erbringen, um den Glauben zu untermauern, dass die arische Rasse, die von den Nazis als überlegen angesehen wurde, von nordischen Göttern abstammt. Das Ahnenerbe-Projekt wurde mit erheblichen Mitteln und Ressourcen ausgestattet, die in die Millionen gehen. Der Schwerpunkt des Projekts lag auf der Erforschung alter Stätten und Artefakte, insbesondere solcher, die mit germanischen und nordischen Kulturen in Verbindung gebracht wurden. Sie versuchten, archäologische Beweise dafür zu finden, dass die alten germanischen Stämme direkte Nachkommen von Göttern waren und anderen Rassen von Natur aus überlegen. Die Bemühungen des Projekts waren jedoch größtenteils erfolglos und es gelang ihnen nicht, bei ihren Nachforschungen handfeste Beweise zu finden. Nummer 13. Im Jahr 2016 schockierte ein russischer Archäologe die Welt mit der Nachricht von einer erschreckenden Entdeckung in den verschneiten Bergen von Bolschoi-Tschach in Russland. Er fand einen mysteriösen Koffer, der mit außerirdisch anmutenden Schädeln gefüllt war. Was diese Entdeckung noch faszinierender macht, ist die angebliche Verbindung zu Ahnenerbe, das für seine pseudowissenschaftlichen Experimente während des Zweiten Weltkriegs bekannt war. Aber was ist die Verbindung zwischen dieser obskuren Nazi-Organisation und dem unheimlichen Fund in Russland? Während wir über die Herkunft und Bedeutung dieses Koffers voller Schädel rätseln, bleibt er eines der vielen Rätsel aus einem dunklen Kapitel der Geschichte. Was glaubst du, was die Nazis dort gemacht haben? Und könnten sie wirklich Kontakt zu etwas Übernatürlichem oder Außerirdischem gehabt haben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 12. Das Geheimnis des Geisterluftschiffs bezieht sich auf einen Vorfall, der sich am 16. August 1942 ereignete und an dem ein Luftschiff der US Navy namens L-8 beteiligt war. Das Luftschiff startete in der Nähe von San Francisco mit einer Besatzung von 2 erfahrenen Piloten. Es geriet jedoch in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, als es einige Stunden später unbemannt und treibend aufgefunden wurde. Es war an diesem Tag auf einer Routinemission, aber nach kurzer Zeit in der Luft kam es vom Kurs ab und trieb aufs Meer hinaus.
Als es nicht auf Funkrufe reagierte, schickte die Marine Flugzeuge zur Untersuchung. Stunden später wurde das Luftschiff unversehrt, aber ohne jede Spur der Besatzung über dem Meer treibend entdeckt. Das mysteriöse Verschwinden der Besatzung führte zu zahlreichen Spekulationen und Theorien. Einige vermuteten, dass die Piloten verunglückt waren, während andere glauben, sie seien auf feindliche Aktivitäten gestoßen, was zu einer Zwangsevakuierung führte. Eine endgültige Erklärung wurde jedoch nie gefunden. Aufgrund der unheimlichen Umstände, die das unbemannte Flugzeug umgaben, erhielt der Vorfall den Spitznamen Ghost Blimp. Die Marine führte eine Untersuchung durch, konnte aber weder konkrete Beweise finden, noch das Schicksal der Besatzung klären. Der Fall ist bis heute ungelöst und im Laufe der Jahre sind verschiedene Theorien aufgetaucht, darunter die Vermutung einer geheimen Mission oder einer Begegnung mit einem UFO. Nummer 11. Hitlers Globus war ein bedeutendes Artefakt, das sich auf dem Berghof seiner Bergresidenz in den Bayerischen Alpen befand. Der Globus, der einen Durchmesser von über einem Meter hatte, stand an prominenter Stelle in seinem Arbeitszimmer. Es handelte sich jedoch nicht um einen gewöhnlichen Weltglobus, sondern um eine Sonderanfertigung, die die territorialen Expansionspläne Deutschlands darstellte. Auf dem Globus war eine Weltkarte abgebildet, auf der die von Deutschland eroberten Gebiete und die zukünftigen Ziele eingezeichnet waren. Ganz im Sinne von Hitlers Vision eines dominanten Deutschen Reiches. Er spiegelte seine größenwahnsinnige Weltanschauung und seinen Glauben an die Überlegenheit der arischen Rasse und des deutschen Volkes wider. Hitler studierte oft den Globus und zeichnete mit dem Finger die Gebiete nach, die er erobern und kontrollieren wollte. Sie wurde zu einem zentralen Punkt in seinen strategischen Diskussionen und Entscheidungen, als er sich vorstellte, wie sich der deutsche Einfluss über Europa und darüber hinaus ausbreiten würde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde der Berghof zerstört und ein Großteil seines Inhalts, darunter auch der Globus, ging verloren. Jahre später wurde er von einem Soldaten entdeckt und für $65.000 verkauft. Nummer 10. Die Nazi-Gold-Legende dreht sich um den angeblich versteckten Schatz der Nazi-Führer, der im Toplitzsee in Österreich liegen soll. Es wird vermutet, dass die Nazis in den letzten Kriegstagen auf ihrem Rückzug Kisten mit Gold und anderen wertvollen Gegenständen in den See gekippt haben. Der Toplitzsee liegt tief im Wald, etwa 98 Kilometer von Salzburg entfernt und diente als Marinestützpunkt. Verschiedene Zeugen, darunter Anwohner und der Neffe des Nazi-SS-Offiziers Ernst Kaltenbrunner, behaupten, dass Kisten im See versteckt sind. Während bei früheren Expeditionen Artefakte und Falschgeld gefunden wurden, blieb die Existenz des umfangreichen Nazi-Goldschatzes unbestätigt. Taucher und Schatzbesucher haben versucht, die angebliche Beute zu erreichen, die 103 Meter unter der Oberfläche des Sees vergraben ist. Die Erkundung wird jedoch durch gefährliche Bedingungen behindert, darunter eine Schicht aus versunkenen Baumstämmen und Ästen. Mehrere Menschen haben sogar ihr Leben verloren, als sie versuchten, den Schatz zu bergen. Nummer 9. Hast du dich jemals gefragt, wo Hitler begraben sein könnte? Darüber wird bis heute spekuliert und es ist unwahrscheinlich, dass dies jemals offiziell bekannt gegeben wird. Es wurde jedoch eine weitere Holzschatulle gefunden, die während des Zweiten Weltkriegs von James Alexander Shute gebaut wurde. Da er aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Militär gehen konnte, beschloss er durch Spendenaktionen einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen zu leisten, indem er einen Holzsarg baute. Er forderte die Menschen auf, einen Penny für die Kriegsanstrengungen zu spenden und einen Nagel in Hitlers Sarg zu schlagen. Der Sarg gelangte schließlich in den Besitz seines Nachbarn und wurde später vom National Army Museum in Neuseeland gekauft. Hitler wurde zwar nicht in diesem Sarg begraben, aber der Sohn eines Antiquitätensammlers entdeckte einen anderen Sarg. Es handelt sich um eine versiegelte Schatulle, die angeblich echtes Haar und einen Deckel aus Goldfolie enthält. Nummer 8. Bis jetzt kann man sagen, dass die Nazis ziemlich ehrgeizige Pläne hatten und nach dem Krieg wollten die Vereinigten Staaten all dieses Wissen nicht verlieren. Die Operation Paperclip war eine geheime Geheimdienstoperation, die von den Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg durchgeführt wurde. Ihr Hauptziel war es, deutsche Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker zu rekrutieren und ihnen Unterschlupf zu gewähren, insbesondere denjenigen, die an den fortschrittlichen Entwicklungsprogrammen Nazi-Deutschlands beteiligt waren. Die Operation begann im Jahr 1945 und dauerte bis 1959. Im Rahmen der Operation Paperclip wurden über 1600 deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, darunter so bekannte Persönlichkeiten wie Werner von Braun, in die Vereinigten Staaten gebracht. Diesen Personen wurde Straffreiheit für ihre früheren Aktivitäten gewährt, wenn sie ihr Wissen und ihre Erfahrung weitergeben würden. Der Grund für die Anwerbung dieser deutschen Wissenschaftler war der Wunsch, in den ersten Jahren des Kalten Krieges einen technologischen Vorsprung gegenüber der Sowjetunion zu erlangen. Die USA wollten sich das Fachwissen dieser Personen zunutze machen, vor allem in den Bereichen Raketentechnik, Luft- und Raumfahrttechnik und anderen fortschrittlichen Technologien. Nummer 7.
Der Mauspanzer, auch bekannt als Panzerkampferwagen 8 Maus, war ein superschwerer Panzer, der von Nazi-Deutschland während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde. Er sollte der größte und am stärksten gepanzerte Panzer sein, der je gebaut wurde. Es wurden jedoch nur zwei Prototypen gebaut, die beide nicht zum Einsatz kamen. Heute ist einer dieser Prototypen im Kubinka-Panzermuseum in der Nähe von Moskau, Russland zu sehen. Der Panzer war ein technisches Wunderwerk. Er wog etwa 188 Tonnen und hatte eine außergewöhnlich dicke Panzerung, die an manchen Stellen bis zu 220 mm dick war. Er wurde von einem gewaltigen 1200 PS Motor angetrieben, mit dem er eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 21 km pro Stunde erreichte. Nach dem Krieg wurde der verbliebene Maus-Prototyp von der Sowjetunion erbeutet und in das Panzermuseum Kubinka gebracht, wo er bis heute ausgestellt ist. Die enormen Ausmaße des Panzers und seine fortschrittliche Technologie machen ihn zu einer fesselnden Attraktion für Besucher, die sich für Militärgeschichte und Technologie interessieren. Obwohl der Panzer nie seinen eigentlichen Kampfzweck erfüllte, reicht schon sein Anblick aus, um bei anderen Menschen Ehrfurcht zu erwecken. Kannst du dir vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn dieses Ding im Kampf eingesetzt worden wäre? Nummer 6. Die Dokumentarserie Hunting Hitler befasst sich mit einem faszinierenden FBI-Fall, der seit 70 Jahren ungelöst ist. Es wird versucht und untersucht, ob Adolf Hitler den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. In einer Folge begeben sich die Ermittler auf eine intensive Menschenjagd, um die Wahrheit herauszufinden, indem sie ein Nazi-Haus im Dschungel erkunden. Ein Team renommierter Forscher und Forscherinnen wagt sich anhand historischer Beweise und Zeugenaussagen in den abgelegenen Dschungel, um nach Anzeichen für eine mögliche Anwesenheit zu suchen. Das Nazi-Haus wird zum Mittelpunkt ihrer Suche, während sie den Ort akribisch nach Hinweisen und Überresten untersuchen, die Licht in die Geschichte bringen könnten. Die Bedeutung dieser Untersuchung liegt in den anhaltenden Rätseln um Hitlers Tod, wobei Verschwörungstheorien alternative Szenarien vorschlagen, wie zum Beispiel seine Flucht nach Südamerika. Wir alle wissen, dass Hitler einen bestimmten Lebensstil beibehalten wollte und dieses Haus, egal wie abgelegen es im Dschungel liegt, verfügte über zwei Schlafzimmer, maßgeschneiderte Fliesen und einen überdurchschnittlichen Lebensstandard. Glaubst du, dass dieses Haus von einem hochrangigen Nazi-Offizier oder vielleicht sogar von Hitler selbst genutzt wurde? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 5. Die V-2-Rakete war die erste ballistische Langstreckenlenkwaffe der Welt und wurde vor allem in der Spätphase des Krieges gegen alliierte Ziele eingesetzt. Sie wurde von einem Flüssigtreibstoffmotor angetrieben und hatte eine Reichweite von etwa 320 Kilometern. Sie konnte eine Geschwindigkeit von bis zu 5600 Kilometern pro Stunde erreichen und einen Sprengkopf von etwa einer Tonne tragen. Die Rakete wurde senkrecht gestartet und erreichte eine maximale Höhe von etwa 97 Kilometern, bevor sie mit Überschallgeschwindigkeit auf ihr Ziel zustürzte. Etwa 4500 V-2-Raketen wurden an verschiedenen Standorten zusammengebaut, wobei Peenemünde im Harz in Mitteldeutschland die wichtigste Produktionsstätte war. Die Produktion der V-2-Rakete war ein komplexer und groß angelegter Vorgang, an dem verschiedene Komponenten wie Triebwerke, Lenksysteme und Sprengköpfe beteiligt waren. Sie wurden zu Abschussplätzen transportiert und auf Ziele in England, Belgien und anderen alliierten Gebieten abgefeuert. Viele der deutschen Wissenschaftler, die am V-2-Programm arbeiteten, darunter auch Werner von Braun, wurden später von den Vereinigten Staaten im Rahmen der Operation Paperclip angeworben. Nummer 4. Der arische Goldkessel ist ein umstrittenes Artefakt, das aufgrund seiner angeblichen Verbindung zu Nazi-Deutschland zu Rechtsstreitigkeiten geführt hat. Die Geschichte des Kessels bringt mit seiner Entdeckung auf dem Grund des Chiemsees in Deutschland, wo er 2001 von Jens Essig gefunden wurde. Zunächst glaubte man, dass es sich bei dem Kessel um ein altes goldenes Gefäß aus vorchristlicher Zeit handelte, aber dann kamen Zweifel an seinem Alter und seiner Herkunft auf, die zu einem Streit über die Eigentumsverhältnisse führten. Josef Hatzenbühler, der den Kessel 2014 für eine beträchtliche Summe gekauft hatte, reichte schließlich Klage gegen Jens ein. Josef behauptet, Jens habe ihn wiederholt zum Kauf des Kessels ermutigt und behauptet, er sei ein authentisches keltisches Artefakt mit besonderer Bedeutung. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass der Kessel das Werk des Nazi-Goldschmieds Otto Gahr sein könnte, der von einem Mitglied der Nazi-Partei beauftragt wurde. Nummer 3. Operation Bernhard war eine geheime Operation, die mit dem Ziel durchgeführt wurde, die Wirtschaft feindlicher Länder zu destabilisieren, indem man sie mit gefälschten Banknoten überschwemmte. Die Operation wurde nach ihrem Urheber Bernhard Krüger benannt. Sie begann 1942 und umfasste ein Team von geschickten Geldfälschern, von denen viele jüdische Gefangene aus Konzentrationslagern waren. Diese Gefangenen wurden gezwungen, mit viel Liebe zum Detail gefälschte britische Pfund und amerikanische Dollar sowie andere Währungen herzustellen. Die gefälschten Banknoten sollten von den echten nicht zu unterscheiden sein.
Das Hauptziel der Operation Bernhard war die britische Wirtschaft, denn die Nazis wollten den Wert und das Vertrauen in die britische Währung untergraben. Die gefälschten Banknoten waren so überzeugend, dass sie in verschiedenen Ländern, darunter auch in Großbritannien, in Umlauf gebracht wurden und die dortige Wirtschaft erheblich beeinträchtigten. Sie hatten auch das Potenzial, Chaos in den Finanzsystemen zu stiften und das Vertrauen in die legitime Währung zu untergraben. Als sich der Krieg dem Ende näherte und die alliierten Streitkräfte heranrückten, wurde die Operation verkleinert und schließlich eingestellt. Die gefälschten Banknoten, die nicht verwendet wurden, wurden im österreichischen Toplitzsee versenkt, um die Spuren der Operation zu verwischen. Interessant ist, dass die Operation Bernhard als eine der größten Fälschungsaktionen der gesamten Geschichte bekannt ist. Nummer 2. Die USS Lexington, auch bekannt als Lady Lex, nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte der Seekriegsführung ein. Als einer der legendären Flugzeugträger der Vereinigten Staaten spielte die USS Lexington eine entscheidende Rolle im Zweiten Weltkrieg. Sie nahm an fast allen großen Operationen im Pazifik teil. Die Flugzeugstaffeln lieferten sich intensive Luftkämpfe und zerstörten erfolgreich 372 feindliche Flugzeuge in der Luft und weitere 475 am Boden. Dies hatte einen großen Einfluss auf den Ausgang verschiedener Konfrontationen und unterstützte die alliierten Streitkräfte entscheidend. Im Jahr 2018 wurde das Schiff im Korallenmeer etwa 800 Kilometer von der Ostküste Australiens entdeckt. Obwohl das Schiff eine entscheidende Rolle spielte, wurde es im Mai 1942 versenkt, um zu verhindern, dass es in feindliche Hände fällt. Die Entdeckung des Schiffes in relativ gutem Zustand war eine bemerkenswerte Leistung auf dem Gebiet der Meeresarchäologie. Nummer 1. Der Führerbunker spielte in den letzten Tagen von Adolf Hitlers Leben und in der Endphase des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle. Der Bunker liegt 8,5 Meter unter den Trümmern Berlins und diente als befestigtes Hauptquartier und Wohnsitz Hitlers. Mit seinen Betonmauern bot er Schutz vor den eskalierenden sowjetischen Artillerieangriffen. Das Innere des Bunkers umfasste verschiedene Räume und Einrichtungen, darunter Wohnräume für Hitler und sein Gefolge, einen Besprechungsraum, ein Arbeitszimmer, einen Essbereich und eine Kommunikationszentrale. Der Bunker war mit Belüftungssystemen, Generatoren und anderen wichtigen Einrichtungen ausgestattet, die das tägliche Leben unter der Erde ermöglichten. Nach Hitlers Tod am 30. April 1945 verlor der Bunker an Bedeutung und existiert heute nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Er wurde teilweise abgerissen und liegt jetzt unter dem Parkplatz eines Wohnkomplexes. Der Standort ist mit historischen Tafeln gekennzeichnet, aber der Großteil des Bunkers ist für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Interessanterweise befindet sich oberhalb der Überreste von Hitlers Bunker jetzt ein Kinderspielplatz. Dieser Kontrast zwischen einem Spielplatz und einer historischen Stätte ist eine ergreifende Erinnerung an den Wandel, den Berlin seit dem Krieg durchgemacht hat. Hast du selbst schon einmal etwas aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.